Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kollege Vogt hat die wichtigsten oder eine Reihe von sehr wichtigen Fakten aus dieser sehr lesenswerten großen Anfrage schon hervorgehoben. Ich bin erstmal, das möchte ich zum Ausdruck bringen, für meine Fraktion der Landesregierung sehr dankbar, dass Sie die große Anfrage 22 von SPD und Grünen hier beantwortet haben, uns vorgelegt haben, dass Sie sich der Mühe unterzogen haben, all diese verschiedenen Aspekte des Zeitungsmarktes in Nordrhein-Westfalen noch mal aufzugreifen, dass Sie untersuchen haben, vermutlich auch haben lassen, also nicht alles allein untersucht haben, was an Fakten hier zu recherchieren ist. Und es ist schon interessant, dass wir insgesamt natürlich das, was wir im täglichen Leben unter Umständen nicht so bemerken, in dieser Anfrage nachlesen können. Es gibt, wenn man so will, eine fallende Tendenz im Bereich des Printmarktes, was unser Tageszeitungsangebot betrifft. Das ist sehr, sehr bedauerlich auf der einen Seite, weil wir alle der Meinung sind, Meinungsvielfalt und Pressevielfalt sind ein hohes Gut und sollten sich natürlich auch durch ein vielfältiges Zeitungsangebot äußern. Auf der anderen Seite sind die Fehler, die wir zum Teil ja auch nachlesen können, hausgemacht, wie zum Beispiel das Zurücknehmen von Lokalangeboten in bestimmten Bereichen, woraus dann resultiert, dass die Leute, die vor Ort eine Zeitung abonniert haben, sie eben abbestellen, weil von dem eigenen Örtlichkeit nichts mehr nachzulesen ist. Und das sind Entwicklungen, die sich dann auch selbst ein Stück weit fortschreiben, die wir natürlich bedauern. Die Studie enthält viele, viele interessante Fakten und in den Vergleich, wenn man die Vergleichszahlen nebeneinander legt, 2003, 2006, 2008, 2012 und jetzt sozusagen Stand 2016, dann kann man sehen, dass hier also eine Entwicklung im Gange ist, die natürlich etwas damit zu tun hat, dass im selben Maße, wie sich Printmedien im Rückzug befinden, der digitale Bereich sich entsprechend erweitert hat. Es gibt eine lange Liste von sogenannten lokalen Online-Medien, die in dieser Nachfrage, in dieser Anfrage, in dieser Antwort zur Anfrage nachzulesen ist, wo man beeindruckt ist, wie viele Angebote es auf der digitalen Ebene gibt. Interessant ist aber auch, dass das Angebote sind, die eben im Schnitt zwischen 200 und 2000 Leute erreichen. Das sind also keine Riesenangebote, sondern wirklich kleine lokale Angebote im Netz, wo eben der einzelne Berichterstatter, die einzelne Berichterstatterin über eine lokale Situation im Netz ein kleines Portal unterhält und entsprechend auf Dinge vor Ort hinweist. Das mag im Einzelnen gut funktionieren. Da ist das digitale Angebot auch ein entsprechender Verbreitungsweg. Es zeigt sich auch, dass man nicht viel Geld verdienen kann mit dem Zeitungsmarkt. Das zeigt sich auch an so bitteren Sätzen, wie sie nachzulesen sind, dass der Deutsche Journalistenverband sagt, es gibt keinen einzigen Verlag in Nordrhein-Westfalen, der sich an die Vereinbarungen hält, was die sozusagen die Zahlungen an Journalistinnen und Journalisten, insbesondere auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freie betrifft. Das finde ich eine sehr bittere Aussage in dieser großen Anfrage. Wörtlich heißt es hier, jedenfalls sei dem auf der Seite 63, jedenfalls sei dem DJV, dem Deutschen Journalistenverband, kein freier Journalist bekannt, der von NRW-Verlagen entsprechend der Vereinbarung bezahlt wird. Das sind natürlich sehr herbe Aussagen, die deutlich machen, dass das ein sehr hartes Geschäft ist. Und wir wissen das natürlich, die wir uns immer damit befassen, aber alle die hier im Landtag und auch außerhalb, die sich damit mal befassen wollen, denen steht hier ein wirklich sehr überschaubares, aber auch sehr interessantes lesenswertes Kompendium zur Verfügung. Ab Seite 160 wird es interessant für mich jedenfalls, weil es da um die Frage geht, wie erhalten wir denn Vielfalt? Und ich glaube, wir werden für die Zukunft, und das haben wir Grüne schon sehr lange gesagt, uns darüber unterhalten müssen, ob wir nicht auch wie in anderen Ländern Europas, wo das gang und gäbe ist, uns über den Vielfalt stützende Maßnahmen ganz konkret werden für die Zukunft unterhalten müssen. Wir haben in Deutschland ein Top staatsfern organisiertes Pressewesen, das ist gut so, das würden wir auch gern beibehalten, aber dass man sich in Zukunft darüber Gedanken macht, wie man möglicherweise im einem etwas fantasievollen Umgang mit der Mehrwertsteuer oder aber auch, wie man durch eine Förderung von Gemeinnützigkeit von journalistischen Angeboten, wir haben das auf einen Antrag der FDP hin schon mal intensiv beraten, oder aber wie man womöglich auch durch Förderung von Transport, von Logistik und so weiter, wie das in Frankreich der Fall ist, dafür sorgen kann, dass auch künftig Zeit überall im Land erscheinen und die Meinungsvielfalt dadurch gesichert wird, dass sie ein Stück weit auch gestützt wird durch die Gesellschaft. Das wird eine Frage sein, die wir für die Zukunft uns stellen müssen. In der Antwort zur großen Anfrage sind Hinweise darauf gegeben, dass gerade in den skandinavischen Ländern durchaus, und zwar mit großen Millionenbeträgen im zweistelligen Bereich, Förderung der Zeitungslandschaft organisiert wird. Die EU lässt das auch zu ausdrücklich, wenn es sich nicht darum handelt, dass europäischer Handel damit in Gefahr gerät, also ein wichtiger Aspekt aus meiner
meiner Sicht. Den sollten wir mit im Auge behalten für die Zukunft. Und diese große Antwort bietet dazu entsprechende Hinweise. Möglicherweise werden wir irgendwann haben eine Stiftung vor Ort, die wir schon haben, und daneben eine Stiftung, die sich mit der Vielfaltsicherung befasst und in die wir mit einer Mediengebühr gemeinsam einzahlen und auf die Art die Vielfalt künftig auch im Zeitungsmarkt, online wie möglicherweise auch noch Print, weiter sichern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Keimes. Für die